Und ein Moinsen zu einem, ja, nach langer Zeit wieder zu einem Video, beziehungsweise ist ja auch eigentlich nicht kein großartig aufwendiges Video, sondern einfach ein Podcast. So ein bisschen der äh, Saisonrückblick, würde ich jetzt einmal mal nennen, weil gerade ist halt, ne, es halt viel los, Prüfungsphase und so weiter, aber keine Sorge, je nachdem, wie ich sie hinbekomme, wann ich sie hinbekomme, hoffentlich halt noch vor Saisonstart der nächsten Saison, von der bundesliga Saison. Äh, werden so Geschichten kommen, wie jetzt vielleicht eine potenzielle Prognose, ähm, vielleicht auch nochmal so eine an das hier quasi anhängend, vielleicht auch mal so eine Tierlist, wie ich es ja jetzt sie dann bei, bei der roten Perle bei BeClub TV, so die Spieler in eine Tierlist reinzupacken. Ähm, natürlich immer zu gucken, ne? wie viel Zeit habe ich dafür, kriege es alles rein und natürlich halt die Standarddinger, oder bei mir mittlerweile Standarddinger. Ähm, Stadionvlogs, Best of Rückrunden, Zusammenschnitt. Ähm, Best-of-mäßig, ne, kennt ihr ja. Ähm, und dann vermutlich auch, weil es jetzt ja dann auch nichts, nächstes wahrscheinlich auch so weitergehen wird, halt hier noch ein kleines Best-of ähm, von den Livestreams, die wir hatten, die ja auch echt ganz, ne? würde man sagen, gut bei euch angekommen sind, die gehen auch weiter. Ähm, dann können wir mich noch so allgemein um ein paar Dinge. Ähm für nächste Saison immer wieder halt neue Designs und so Geschichten. Ob ich mir da ein Design einfallen lassen muss für, für Stadionvideos, kein Plan. Wie, wie da und ob man da ein Stadion kann, gibt diese Pläne von quasi Auslastung, wären bei uns boah, 20k, 24k oder sowas in die Richtung. Ich hätte da auch als Dauerkarteninhaber immer irgendwie ein Vorkaufsrecht oder so, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt in Frage kommt, dann ab September mit diesen 20k ein Stadion zu gehen. Und ob da dann irgendwie auch krass Stimmung oder irgendwie ein Feeling aufkommt, bin ich mir auch unsicher, wenn du das gefühlt zu jedem drei Sitze Abstand hast, keine richtige Kurvenfunktion, sag ich jetzt mal, hast, wie es in der Kanzlerkurve oder sowas. Ich weiß nicht, ob das dann so geil wird oder überhaupt ein Stadion will. Also, es wird noch ein Stückchen dauern, bis wieder die Bude mit 60k voll sein wird, aber spätestens dann gibt es eine absolute Explosion. Das wird so fucking geil. Um, und was ich jetzt auch schon ankündigen kann, was ich aber auch nochmal ein Video machen werde ähm, dazu, damit es halt alle wissen. Also, erstmal wird es keine Dings mehr geben. Es wird keine Stream-Ankündigungen mehr geben. Diese 1-Minuten-Clips da immer einen Tag vorm Stream, das ist keine Ahnung. Die hab, hat gefühlt hat gefühlt keiner gejuckt, dass die irgendwie online waren. Mich auch nicht großartig, dann kann ich mit den Aufwand sparen. Um, und wenn man dann, ne, man weiß dass dann, wann die Spiele sind, man weiß, dass es dann Livestream gibt. Äh, die meisten Fälle, wenn ich jetzt halt hier in Ansbach bin, alleine bin und hier auf meinem Sofa wieder Platz nehme mit dem Greenscreen und so weiter. Ähm, und natürlich auch immer meine Social Media Sachen, ne? Also Instagram, Twitter, seid ihr eh mal dann zu was sowas angeht. Und das eigentlich das, die Hauptnews ist quasi, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, ob man beides gleichzeitig macht, aber ich werde ziemlich sicher ähm, in Richtung Twitch hüpfen, das mal ausprobieren. Ich um, hoffe natürlich dass da die Zuschauer oder meine, meine Stammzuschauer quasi da auch dann den Weg mitgehen, auch auch, auch auf Twitch mit hin, hingehen. Weil muss man auch ganz ehrlich sagen, da ja scheinbar es nicht einfacher ist, aber da man ein bisschen mehr ein bisschen mehr Zuschauer reinbekommen kann als noch über YouTube selbst um, und dann auch mal die Plattform nutzen. So ich schaue auch selber auf Twitch gelegentlich Sachen an. Dann gehen wir mal in die Richtung und schauen dann mal, ob, ob das auf Twitch funktioniert. Wie gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt sogar eine Funktion, dass man auf YouTube und auf Twitch quasi dasselbe gleichzeitig live streamen kann. Ob ich das dann mache, keine Ahnung. Aber ich werde auf jeden Fall mal in Richtung Twitch gehen und dann schauen wir mal da, äh, wie es da aussieht, ob mir Leute folgen. Wenn ich dann man merke, yo, ich habe da keine Ahnung, auf YouTube hätte ich 30 Zuschauer, 40 Zuschauer. Um, Wie es jetzt so, der Normalschnitt war pro zwei spielen natürlich mit den Ausreißern, dann gegen HSV und sowas, oder, mal, oder gegen Dresden war, glaube ich, das Beste, wo du irgendwann mal 130 fast hattest so oder 20 oder so. Ja, natürlich, ich merke auf Twitch, hüpfen da 10 Leute rum, dann merke ich, okay, die folgen mir nicht auf Twitch, beziehungsweise die Leute, die den Stream ja gerne gucken, scheinbar folgen mir nicht auf Twitch, dann gehe ich wieder zurück dahin, auf YouTube zurück, aber ich will mich mal auf äh, Twitch ausprobieren, aber da, wie gesagt, gibt es nochmal ein Video drauf oder ein Video dazu, weil ich dann da die Designs habe und so Geschichten und da mich eingeloggt habe und so Sachen und dann halt auch die Saison anfängt und die Streams anfangen irgendwann, weil das natürlich auch alle dann Bescheid wissen. Was ich heute machen will, ist eigentlich wirklich ziemlich simpel. Jedes Saisonspiel, natürlich, natürlich kurz gefasst, ne? es wird auf jeden Fall ein längerer Podcast, würde ich mal davon ausgehen, oder ein längeres Gelabere von mir, hat ja keinen richtigen, <laughs> keinen richtigen Aufbau oder irgendwie eine Struktur oder irgendwas, das den Namen Podcast groß verdient hätte, ist auch nur eine Laberei von mir. Um ähm, auch selber irgendwie so ein bisschen quasi mit der Saison abzuschließen. Ne? Ähm, und gehe quasi unsere 36 Spiele durch. Oder waren es 37? bin jetzt zu blöd zum nee, es waren 37 sogar. Wir hatten drei Pokalspiele. Also 37 Spiele waren es. Ähm, und gehe quasi die Spiele mal so ein bisschen durch. Also so Kurzzusammenfassung vom Spielen, was ich davon gehalten habe, quasi, um halt am Ende auch mal zu gucken. Kategorie gut, Mittel, Schlecht, äh, wie wir die Saison, wie, wie zur Hölle wir aufgestiegen sind. Ähm, dann komme ich noch so zu, zu einer Art Endfazit und dann, ne, Kader und so wie ihr schon erzählt, mit, mit Tierlisten, so Transfer. Fenster ist ja auch noch offen. Da kommt irgendwann, wenn es ja alles durch ist, äh, wahrscheinlich auch noch mal halt so ein Abschluss oder vermutlich auch so ein Preview-Podcast zur neuen Saison, vielleicht auch verbunden mit der Saisonprognose. Weil ähm, ich da jetzt keine Ahnung Wenn ich jetzt über Transferzeug laber, kann ich gefühlt in fünf Tagen wieder einen Podcast machen und sagen: Okay, so hat sich das entwickelt. Normaler Podcast keine Ahnung, lieber, lieber wenn alles, alles schon durch, sind, durch, durch ist. Ja, wir würden zweiter, 58 Punkte, drei vor Heidenheim, die es in der Relegation leider nicht geschafft haben gegen, gegen Bremen. Kann man ja als vfb von auch 100% mitfühlen, weil wir sind damals auch gegen Union abgestiegen, ohne ein Spiel verloren zu haben. Also don't get me wrong, wir sind zu 100% über die komplette Saison gesehen, sind wir zu 100% verdient abgestiegen in der Saison aber über die zwei Relegationsspiele, wenn man ehrlich ist, eigentlich nicht so wirklich oder an sich, wenn man die Ergebnisse anguckt, du kannst eigentlich nicht mit zweimal unentschieden verlieren, quasi. Das ist Quatsch, diese Auszurägeln, so, die darf einfach weg, egal wo Champions League Relegation, die darf einfach weg. Die hat keine Existenzberechtigung, hat sie nicht. Beide Teams spielen einmal zu Hause und einmal auswärts. Warum gibt's da, warum hat da irgendein Tor mehr Gewichtung? Warum? Du kannst genauso sagen, yo, wir parken die gefühlt doppelte Wertung, pack mal aufs Heimtor, das ist halt komplett, keine Ahnung, wofür, versteht kein Mensch, auch bei Heidenheim, ne, der man jetzt auch gegen Bremen zweimal Unentschieden gespielt und haben dadurch quasi die Relegation verloren, das ist halt einfach, ja, keine Ahnung, schade, aber an sich so von der Außenwirkung oder von dem großen Bild, vom Fan massen und sowas, natürlich Bremen ein bisschen prestigeträchtiger und cooler in der ersten Liga, aber Heidenheim wäre es auch absolut zu gönnen, so wie die da arbeiten. Trainer seit gefühlt 78 Jahren da im Amt. Geiler Verein, fertig aus. Äh, als zweiter Platz aufgestiegen. 58 Punkte. Wenn man jetzt mal vergleicht mit unseren Mitabsteigern, Hannover hat gut, gut nochmal hochgekämpft. Du auf Platz 6 und Nürnberg unten in der Relegation, das war ja auch wieder. Ey, was hat da Nürnberg für einen Film gefahren? Oder was für einen Film geschoben? Es war eine Unnormale Reagation, das ist eigentlich schon nach dem Hinspiel. Oh, 2-0 gewonnen war es, glaube ich. Das Ding ist durch, oder war es noch mal 3-0 gewonnen? Ne, es war schon 2-0 gewonnen. 2-0 gewonnen in Reagation zu Hause. Komm, easy peasy, das ist überhaupt kein Problem. Und dann fangen die sich da irgendwann in den zweiten zweiten Halbzeit, aber direkt mal schnell drei Kisten und dann Last-Minute-Treffer. Also in Nürnberg, unfassbar. Habt auch den Stream, den Stream geschaut von der Club TV? Absolut feierbar, die Jungs. Auch die Rautenperle muss man hier nennen. Das HSV-Fanbase, die da viel auf YouTube macht mit Streams und sowas, immer wieder gerne reingucken bei denen. Ähm, einfach wild. Also einfach wild. Also das sind so, die Clubs, die ich gerade genannt haben, sind ja sowieso ne, hardcore am Leiden oder haben viel gelitten mit ihren Clubs schon. So Hamburg, Stuttgart, Nürnberg. Aber ich glaube, Nürnberg hat da schon nochmal ein Stückchen nochmal ein Level draufgesetzt mit so einer Relegation. Hey, Wahnsinn. Hab aber um den Vergleich jetzt hier zu ziehen, fand ich auch ganz interessant. In der letzten zweiten Saison, als wir aufgestiegen sind als Erster, hatten wir 69 Punkte. Jetzt hatten wir 58. Der erste Platz Bielefeld hat sogar einen Punkt weniger. Die haben 68 Punkte dieses Jahr als Erster. Danach kam Hannover mit 67 Punkten und der dritte mit 66 Punkten und der vierte mit 60. Diese Saison war der erste Bielefeld mit 68 Punkten. Dann 10-Punkte-Lücke. Wir mit 58, Heidenheim 55, äh, Hamburg auf Platz 4 mit 54 Punkten. Also da die, die Ersten haben schon klar deutlich mehr Punkte geholt in der letzten Zweitliga-Saison als, als jetzt diese Saison. Und auch wir, ne? 21 Siege, sechs Unschieden, sieben Niederlagen ist was anderes wie diese Saison mit 17 Siegen, 7 Unschieden und 10 Niederlagen. 10, da Darmstadt und Hamburg und Bielefeld und Heidenheim, die jetzt, äh, drumherum sind zwischen äh, Platz 1 und Platz 5, haben alle weniger verloren als wir, also wirklich der Wahnsinn. Jemand trägt in die Saison rein, ne? ich gehe die Spiele immer ganz kurz durch und schreibe dann hier auf meine nette Liste drauf, wie das Spiel das gut, mittel oder schlecht bewerten würde, ähm, rein vom Spielen, wahrscheinlich wird da auch so ein bisschen dieses, also wenn ich bei Spielen im Stadion war, so dieses viel noch mit rein, mit reingehen, denn das Spiel gegen Hannover, erster Spieltag, kommt in die Kategorie gut auf jeden Fall schon mal rein, safe, ähm, weil du einfach, ne, da ist das erste Spiel der Saison. Ich glaube, die Hütte war ausverkauft. Es war richtig, richtig geile Stimmung tatsächlich. Ähm, ja, Gewinns 2-1 war überzeugend. Zwei hätte auch deutlicher ausgehen können. Ähm, da war diese komische Aktion, wo da Wutscher grundlos mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist und noch einen Eigentor geschossen hatte. Das war ganz wild. Dann Heidenheim. Ja, das 2-2 in Heidenheim. Das ist eher so ein Mittelding gewesen. Weil du warst an sich besser, hast er verdient geführt mit 2-0. Ähm, dann fängst du halt wieder dumm in Aber das hat halt über die komplette Saison gezeigt, dass die Kampe Qualitäten haben. Haben sie, haben sie über die komplette Saison gezeigt. Und dann haben sie noch äh, 84.22 gemacht und dann noch Klimovic, Last Minute. Tatsächlich noch von Donis eingesetzt worden. Also der Ball kam von Donis, den er dann aus dem Winkel äh, halt leider nicht reingemacht hat. Kann man gut und gerne machen, muss man vielleicht auch sogar machen. War dann, ne? Äh, Riesenchance, die er nicht gemacht hat, äh, Nummer 1 von 2 dann äh, von Glimovic. Da kommen wir im Pokalspiel in Leverkusen nochmal drauf zurück, leider. Ähm, na, ne, Heidenheim Comeback-Qualitäten, im die, die kann er machen, dann gewinnst du 3-2, wäre glaube ich auch verdient gewesen, aber so am Ende im Mittel. Ähm, und Rostock auswärts im Pokal war auch ein absolutes Mittelspiel, ist eigentlich nichts besonderes, aber hast halt irgendwie dich da durchgelullt und 0-1 gewonnen, immerhin besser als da wieder zu verlieren. Haben wir auch komischerweise genau den gleichen Gegner in der genau der gleichen Runde, zwei Jahre in Folge gehabt. Mal gucken, ob wir Rostock jetzt in der Auslosung wieder in der, in der ersten Runde. Das ist ja am Sonntag die Auslosung, also am 26. Äh, abends, oder wir kriegen wahrscheinlich. Eh irgend so ein Club, der noch gar nicht richtig sicher ist. Ich glaube, es sind immer noch 20 Clubs oder sowas, wenn ich es richtig gelesen habe, die noch gar nicht durch sind. Also, ich weiß nicht, warum die schon so früh auslosen, aber mal gucken, wie wir da bekommen. Ähm, Wäre auch mal cool, im Pokal einen zu weiterzukommen, auch wenn mich mir direkt gerade der Grund einfällt, warum ich im Pokal gerne weiterkommen würde und ich mich frage, warum ich das überhaupt will. Weil an sich hätte ich Bock mal wieder auf ein Pokalheimspiel, aber das, das, das fällt ja eigentlich eh flach, weil du ja eh nicht mehr ein, nicht ins Stadion kannst. So, oder halt nicht normal Stadion kannst. Dann ist eigentlich der Pokal auch mehr oder weniger wurscht, wenn man ehrlich ist. Ähm, dann Stuttgart St. Pauli zu Hause. Das war zwar ganz nett, weil du es 2-1 gemacht hast in der Last Minute. Treffer von González, aber es ist das nächste Mittelspiel. Es ist das nächste Mittelspiel. Es war wirklich nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Auch stimmungstechnisch, also ne, immer daran gewertet, dass wir beim VfB wissen, was wir an unseren Fans haben. Und dass wir geile, geile Fans haben, eine geile Kurve haben, auch in der zweiten Liga einen überragenden Heimstatt und sowas. Immer so an der Messler, das so ein bisschen gesehen war, das ja, nichts Besonderes. Und dann, das hätte es auch locker 1-1 spielen können. Das hätte hätt, hätt keinen stören dürfen, wenn du das Unschien gespielt hast, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Das ist natürlich jetzt auch Arschlang gewesen, die Saison, wann war denn das Spiel? steht es hier irgendwo beim Kicker? Nee, nicht genau. Was wahrscheinlich irgendwann im September das Spiel oder so. Oder Ende August. Deswegen. Dann Aue Auswärts war auch wieder. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel in die Mittelkategorie gehen werde. Holz oh, eigentlich ein gutes Spiel. Ah, nee, komm, das darf auch in die Mittelkategorie. Wird viel Mittel kommen. Mal gucken, ob ich, ob, ob ich am Ende so ein bisschen äh, abschweife und gefühlt 28 Spiele im Mittel, Mittelpack. Und mein, mein ranking versuche hier nichts gebracht hat. Aber ich mache das mal so ein bisschen noch so nebenher. Mit dem einen Ranken von dem Zeug. Ja, es war halt so ein Spiel, da habe ich noch in Erinnerung, wo Gonzales einen Elver kriegen muss wo die Gelb-Rote für Soße ein bisschen fragwürdig war, wo der Walter danach diese geile Schiri-Line gebracht hat, so äh, meine Frau, äh, oder Schiri wie meine Frau, irgendwie in die Richtung, ähm, die Pfeife, die würde auch für die pfeifen, die, die schöneren Trikots anhaben und so Sachen, ähm, aber dann hat sich auch ein Mittelspiel, weil einfach 0-0 war, zu gegen Bochum, es ist halt auch, also ich glaube, mein Ranking-Match hat, eliminiert sich gerade schon selber, aber es ist auch wieder ein Mittelspiel, da war ich auch nicht im Stadion leider, oder was heißt leider, da war ich im Paris-Urlaub gerade. Also, es ja, war ein guter Grund, um nicht dort zu sein. Aber es war, ich habe es noch nicht groß verfolgt, das Spiel, deswegen kann ich es nicht groß einschätzen. Aber die Bude von González war geil zum 2-1. Ja, zum 2-1. Ähm, aber sonst, ja, keine Ahnung. Dann Regensburg, das geht in gut rein, weil da haben wir ordentlich gespielt auswärts. 2-3 war eigentlich unnötig, äh, oder am Ende ein unnötig enges Ergebnis. Richtig gutes Spiel gemacht dort. Äh, auswärts auch dabei gewesen, da geile Stimmung sowieso, immer in diesen kleinen Auswärtsblöcken, wenn du mit 2.000, 3.000 Fans dann reingehst in so ein 15K-Stadion oder in so ein 13K-Stadion reingehst und da Stimmung machst, immer geil, bis nah am Spielfeld dran, Spielfeld dran, geile Stimmung, alles aufeinander gepresst, Bei Bestimmung Stimmung auch so ein bisschen akustisch, akustisch mehr am Stadion drin ist, sind so Riesendingern. Hatte, hatte schon seinen Charme, diese zweite Liga so ein bisschen, aber trotzdem froh, dass wir, dass wir da wieder raus sind. Rein spielerischen auch, weil einfach diese Saison wieder so ein wirklich jetzt auch durch Corona dann natürlich auch noch so ewig lang wurde und einfach nicht großartig sagen wir, befriedigend war, diese Saison. Dann für zu Hause. Ich möchte es, ist so ein Ding, ich möchte es eigentlich nicht in gut packen. Waren es lieber 2-0 Heimsieg, aber halt auch nicht in Mittel. Ach komm, geh schon in Mittel rein, auf Wiedersehen. Geh schon Mittel rein. Die, die Spiele, die ihnen schlecht gehen, werden noch kommen. Wir sind erst bei Spieltag 7. Da lief es am Anfang noch. Wir haben gefühlt kein Spiel verloren. Oder was heißt das Gefühl? Wir haben kein Spiel verloren. Lief top. Ähm, bis irgendwann ein der Einbruch kam. Ja, 2-0. Also, es ein relativ hartes Spiel. war Dass wir relativ viele Vs gegen uns hatten in dem Spiel. Aber sonst habe ich nicht mehr viel im Kopf. Bielefeld auswärts. Das musste eigentlich erst gut werden, weil es halt noch gewonnen ist, aber an sich war es eigentlich auch ein Mittelspiel. Bin ich jetzt ganz böse und packe ich es in, in Mittel rein. Bin ich jetzt so böse? Ach komm, es muss in gut rein, wenn auch sowas wie von gut rein durfte, muss das auch. Ähm, weil an sich war es ein absolutes 0-0-Spiel. Wirklich, da ist nicht groß. Wie gesagt, das ist auch ewig ja so erinnerungsmäßig. Wenn ich da irgendwo falsch liege, aber das war jetzt kein besonderes Spiel. Dann machst seit der 90. noch das Tor zum Glück, was halt ein geiler Moment war, wo du dachtest, jawohl, ist das geil, jetzt gewinnen wir Bielefeld noch gerade so am Ende. Wir haben das Glück. Äh, Glück sagt das Top. Das äh, Top-Team-Glück und Ab da. hat es ein bisschen zu kriseln angefangen. Du hast gegen wen Wiesbaden dann nämlich zu Hause 1-2 verloren. Du kannst dem Spiel eigentlich auch fast kein Schlecht geben, weil in diesem Spiel gefühlt 78 Torschüsse hattest und einfach das Ding nicht reingemacht hast. Aber ich muss dann trotzdem wegen dem Ergebnis einfach mal in Schlecht packen. So. Weil du darfst halt nicht gegen Platz 18 zu Hause verlieren. Geht halt nicht. So, fertig aus. Das Spiel hättest du locker gewinnen können, müssen. ganzen Chancen hattest du aber jetzt geht es mal in Schlecht, schlecht rein. Jetzt geht es auch direkt weiter, weil Kiel, zack, weg, schlecht. 100 pro schlecht, das war das Ding vom Bartstuber <laughs> mit diesem, äh, ihr seid Muschis geworden. Ähm, wie gesagt, das geht ja alles aus meinen, aus meinen, aus meinen Gedanken raus oder aus dem, was ich mir gemerkt habe, als was ich irgendwo scheiße laber. Ich habe jetzt keinen Zettel vor mir stehen, wo ich genau weiß, okay, die, Kiel war das und das. Nur alles aus meinem Kopf raus, falls da irgendwo was falsch ist. Ähm, aber ja, das war einfach schlecht. Wirklich schlecht. Kiel war da auch irgendwo auf Platz 15-16 unterwegs, glaube ich. Einfach schlecht. Da war auch nicht so wie gegen. Uh, Wiesbaden, wo du dachtest, okay, da ist 1000 Chancen, war einfach unglücklich. Nee, ist war einfach schlecht. Dann 6-2 beim HSV, wo ich auch immer noch meine Meinung dazu habe, dass wir eigentlich gar nicht so scheiße waren. Du hast halt ja viel zu einfach Tore gefangen, aber du warst dann kurz vorm 4-3. hast das 4-3 gemacht, und wurde es wegen irgendeinem so Handbullshit ab, äh, abgepfiffen noch. Da gibt es ja, das Video ist ja auch für meine Kanalverhältnisse quasi viral gegangen, hat ordentlich Aufrufe gemacht, wo ich da ein bisschen abgekotzt habe danach. Ähm hat sich ja wieder gelegt nach dem HSV-Spiel im Pokal, dann, was er gleich kommt. Ähm, aber ja, da muss es halt leider auch in Schlecht rein. Muss halt leider auch in Schlecht rein, auch wenn ich es eigentlich an und für sich, wenn du ein bisschen mehr Matchglück hast, dann kommst du noch auf 4-3 zurück und machst dann vielleicht noch das 4-4. Aber ne, hätte, hätte Fahrradkette. Deswegen schlecht. Gut war das Spiel beim HSV im Pokal. Hundertprozentig gut. Können auch sagen, mittlerweile eine Verlängerung erst, aber nee, das war gut. Wir waren. Über das komplette Spiel besser als der HSV. Der HSV hat wirklich kein gutes Spiel gemacht da und dann belohnt worden im 2-1 und so ein bisschen mal diese, diese Häme zurückgegeben, quasi so von wegen, ja, jetzt habt ihr einmal gewonnen, wir haben einmal gewonnen. Gucken wir mal am Ende, wer aufsteigt. Du hat schon am Ende noch am Anfang noch gedacht, ah, fuck, die Punkte oder die HSV-Fans auch großartig hier rumgetan mit H6-2 gewonnen. Liga ist eh viel wichtiger als Pokal, wie lächerlich. Mit der Wurscht, wir steigen trotzdem auf und ja, guck mal am Ende, wer aufgestiegen ist und wer nicht. Ähm. Ne, Pokal weitergekommen und aufgestiegen. Dann gegen Dresden zu Hause. Puh, puh, puh. Das, na, komm, das packen wir in gut rein, aber einfach aus dem Grund, dass äh, ich es nicht mehr 100% im Kopf aber so vom Feeling her habe ich es im Kopf, dass Dresden von den Fans immer gut ist, wenn Dresden kommt. Deswegen rückst die Stimmung so ein bisschen in Richtung gut rein, statt nur in Mittel sonst war es, ja, so Heimse gegen Dresden, dann endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis, auch in der Liga, alles in Ordnung, dann Osnabrück, junger Vater in Schlecht, also mal aggressiv in Schlecht rein, beziehungsweise mh, du musst es eigentlich kategorisiert in Chancen aus, äh, in Chancen Verwertung schlecht reinpacken. ich halt das Ergebnis am Ende schlecht kriegst du nach ein paar Minuten, nach vier Minuten ist 0 Das war dann irgendwann so die Seuche, die wir am Fuß hatten, ständig direkt am Anfang einen Tod zu kassieren. In dem Spiel hatten wir auch arsch viele Chancen, so weiter. Hatten wir arsch viele Chancen, aber zu so blödes Ding zu machen. Und dann ist es dann einfach, am Ende einfach schlecht gegen Osnabrück auswärts zu verlieren. Fertig aus. Ein KSC Derby wäre ich eigentlich auch fast ehrlich bei Mittel. Rein vom Spiel, aber war kein besonderer Spiel, vor allem erste Halbzeit echt nicht besonders. Kommen auch in der Halbzeitpause noch so ein bisschen die, die Fängesänge vom VfB, so holt den Derby-Sieg, weil keine Ahnung, da hat irgendwie am Push, am, am Push noch gefehlt, aber am Ende hast, am Ende hast du dann gewonnen. 3-0, ganz nice, KSC halt auch nicht auf unserem Niveau so an sich. Ähm, oder sollte nicht unser Niveau sein, deswegen ähnlich wie gegen Dresden und sowas, oder wie gegen Fürth normaler Heimsieg. Ich ähm, hier noch Kämpf. Die, die Aktion muss mir kämpfen, wirklich nur bis zu diesem Tag. Die muss er mir irgendwann mal erklären, was das für eine Aktion war. Du führst 2-0, äh, 87-Minute, gar kein Stress, keine große Probleme oder kein großes Gerangel im Spiel oder so, keine große Provokation oder sowas. Und du springst da in einen rein, als hättest du gerade Bock, ihm um die Karriere zu zerstören. Also, what the fuck. Das muss man bis bis heute mal erklären, was, was den da geritten hat, den da so reinzuspringen. Dann klar verdiente rote Karte, völlig sinnbefreit. Ähm, was das Spiel auf jeden Fall hochhebt, ist leider nicht die Stimmung, ähm, weil ne die KSC-Fans wurden ja nicht reingelassen, es war eine riesen Debatte, die Polizei Fehler gemacht, äh, haben die KSC-Fans die Fehler gemacht, auf jeden Fall einfach am Ende Scheiße, weil keine KSC-Ultras oder keine krasse KSC-Fanbase im Stadion, deswegen auch keine Anfeinungen oder besondere Fangesänge. Der war Derby in der letzten zu 16 zu 17 und Saison deutlich geiler. Die ganze Saison allgemein war deutlich geiler, auch vom Stimmungsbild und von Spielen her. Ähm, wenn man guckt, der Heimsieg gegen KSC mit Chorio und Stimmung. Das 3-3 im Pokal, äh, im Pokal äh, gegen Dresden mit überragend geiler Stimmung. Das 3-2 in Nürnberg, wo ich dabei war, mit überragend geiler Stimmung. Die drei Spiele alleine waren besser als diese komplette 2. saison jetzt. Wenn man mal die 16er, 17er Saison zu dieser 2. saison vergleicht, waren diese drei Spiele von der Stimmung, vom Feeling, vom Spielverlauf, dann auch das 4-1 gegen Würzburg am Ende, das allgemeine Feeling. Natürlich auch am Ende, weil halt nicht durch Corona nicht im Stadion zusammen feiern konntest und zusammen aufsteigen konntest, auch klar. Aber allgemein diese drei oder vier Spiele, mit Würzburg noch dazu nimmt, so als, als Ende der Saison, waren besser als diese, waren vom Stimmungsbild, vom Feeling her, besser als diese komplette zweitliga Saison. Deswegen ist es halt echt so. Aber was dieses Spiel hochhebt, ist die Chorium am Anfang, könnt ihr mir immer wieder die, die, das Video von Cancel Kurve TV, die Musik richtig geil gewählt, diese Koriu, du hast aus diesem Winkelgang nicht gesehen, aber diese kurios ist auch so Wahnsinn. Die ganzen Meister feiern und Meira drauf. Die Corio hebt das Ding dann in gut rein. Das Spiel an sich wäre es nicht wert gewesen, Stimmung auch nicht. Aber die Corio hebt es in gut rein, weil die war überragend. Ähm, wann, ich, auch, war das die einzige Corio dieser Saison? Bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube sogar schon. Und dann Sandhausen geht in schlecht, aber mal aggressiv in schlecht rein. Dieses Spiel triggert mich bis heute. Es geht mir immer noch auf den Sack, dieses Spiel. Da fängst du ja auch nach wann? Ja, erste Minute sogar. Fängst du das 1-0, 20. Das ist 2-0. Triggert mich halt vor allem, weil ich dabei war. Ne? Ich war außer mit dabei. Ähm, Du warst eigentlich wieder die bessere Mannschaft, hatte Chancen on masse, Gomez dreimal abseits und sowas. Machst am Ende noch 2-1, hat es noch durch einen Elfmeter, der ja, war ein geiler Handelfmeter, ne, war aus zweieinhalb Zentimetern angeschossen. Äh, nimmt man mit, die Scheiße heutzutage. Ähm, und dann da hast du am Ende noch mal eine Chance, wo al glaubt, den Ball irgendwie ablegt, statt einfach aus drei Metern ins Tor zu jagen. Keine Ahnung, das hat dazu angepisst. Ne? Du dachtest so nach dem, dem KSC-Spiel, das, so das war echt so ein richtiger Wendepunkt. Oder du hattest das Gefühl, es könnte ein Wendepunkt sein. Von Stimmung her, wenn du jetzt das Spiel gegen KSC auch noch verlierst, dann kriegst du richtig auf die Fresse als Trainer und Mannschaft. Wenn du es gewinnst, dann kannst du diesen Schwung mitnehmen. Wurde nicht getan. Wurde nicht getan. Und dazu noch das Ding in diesem Auswärtsblock. Du kamst da rein, wenn man ha, quasi pünktlich auf Anpfiff dort. Da hatten ja halt irgendwie so eine Konstruktion, ich habe mir den Standplan noch nicht angeschaut, seither. Da hast du so, so eine Konstruktion gehabt, wo du quasi im, im Sitzbereich warst und unten, und unten, unter dir drunter quasi, ein Block unter dir drunter war nochmal ein Stehblock und dann quasi links hingeschoben äh, war der eigentliche Stehblock, der eigentliche Ultrablock. Dann war quasi, es quasi, quasi auf der Gegenseite unten noch ein Block mit Stehblock, der eine Verbindung nach oben hatte, so wie es aussah, und oben der Sitzblock. Das heißt, wir, wir kamen nicht, gef gefühlt nicht weiter als vier Meter. Kam auch nie zu unseren Plätzen und stand irgendwie so halb Chefs mit fünf Leuten auf so einer Treppenstufe rum. Klar, auswärts, auswärts ist immer geil dabei zu sein. Und die Stimmung ist immer top, auswärts. Und das Feeling auch, neue Stadionszenen, Auswärtsreisen, oder was heißt Reisen, war ja nicht weit nach Sandhausen, aber diese Auswärtsfahrt und sowas, immer geil. Und dann kommst du da rein und stehst irgendwie halb Chefs, musst jede Minute gucken, dass du nicht von einem, der sich von oben oder von, von vor dir durchquetschen willst, dass du dann nicht komplett die Ehre verlierst, dich irgendwo auf die Fresse liegst oder irgendwie in den Arm liegst, weil du umfällst. Also die Konzeption ging mir aggressiv auf den Piss, dann verlierst du noch 2-1. Ähm, ne, schlecht, weg damit. Ähm, ja, dann Nürnberg zu Hause. Boah, Digga, einmal Mittel. Einfach Mittel. Kriegst auch wieder nach ein paar Minuten das 0-1, nach 10 durch den Frei. Ähm, hast dann Glück oder Glück mit dem Handelfmeter, dann Doppelschlag Gommes 2-1, und dann machst du am Ende noch das 3-1 durch, durch Förster, das war auch wieder. <laughs> das war wieder das, das Förster Tor des Jahrhunderts. Modell wo hinschieben wollte zum Glück ist er durch die Beine durch in das rein. Ähm, der wird bei einer potenziellen Tierlist auch nicht gut wegfallen, der Förster. Ähm, muss auch zum KSC-Spiel noch zurückgehen, wo der sein 1, das 1-0 gemacht hat, war es, glaube ich. Ey, Digga, hätte wenn der Ball nicht abgefälscht worden, wäre der in Richtung Eckfahne, Also der hat wirklich, würde mich gerne interessieren, wo der ausgebildet wurde im Thema Schießen und Schusstechnik, also ganz wild. Dann 1-1 in Darmstadt. Mm. So im damaligen Ding, im damaligen Feeling, dass irgendwas kommen muss und wieder VAR, Gommes, Zeug und 1-1 ist wirklich nicht besonders wahr, aber du das Gefühl, dass du gewinnst das Ding nicht, dann kommt, das, dann kommt auch mal ein 1-1 in schlecht rein. Fertig, aber jetzt kommen wir mal ein 1-1 in schlecht rein. Und dann letztes Spiel von Walter. Hannover Schucker, 2-2. Ach... Wo du auch dann tatsächlich mal 2-1 noch geführt hast nach der Halbzeit, aber das Spiel war eigentlich am Ende halt leider auch schlecht. Da kommt nochmal ein Unschieden schlecht rein, noch ne? Ein weiteres Unschieden schlecht rein. Danach war ja Walter weg, ne? Was, keine Ahnung, bin mir auch unsicher, ob dieser Wechsel damals oder ob das nötig war, den rauszuschmeißen, ich weiß nicht. Das waren wirklich, glaube ich, mehr personelle Gründe zwischen Miss Walter und Hitzesberg oder halt diese Konstellation als jetzt wirklich sportliche oder so. Oder war es eigentlich wirklich gefühlt die Hinrunde in fast jedem Spiel besser oder in sehr vielen Spielen besser? War es nur vor allem einfach vorm Tor und Chancenverwertung zu blöd? Worauf jetzt der Walter ja an sich auf dem Platz nicht viel kann. Klar, seine Persönlichkeit auf dem PKs war auch hm, ein bisschen neu und manchen vielleicht nicht so gefällig. Äh, hat nicht vielen so gefallen, vielleicht seine Art und Weise, aber so war er halt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt, wir haben jetzt ja auch quasi einen Spieltag vor Schluss irgendwie noch. Das, das Ruder rumgerissen mit Matarazzo und auch mit sehr, sehr viel Mithilfe von, von unseren Mitkonkurrenten und vor allem im HSV. Deswegen weiß ich nicht, dass also ich bleibt dabei, dass ich dass wir auch, glaube ich, mit einem Walter aufgestiegen wären. So. Ich glaube, daran, daran wäre es, glaube ich, nicht gescheitert. Aber es ne, ist ja auch alles nur Rätselraten. Ähm, aber da war auf jeden Fall Walter weg, Heidenheim. Gehen wir auf gut, da war ich mit meiner Schwester, meiner kleinen Schwester im Stadion, war ihr Geburtstag. Also der Tag tatsächlich war ihr Geburtstag. Die durfte davor ähm, noch äh, vom Fritze Club ähm, diese Stadionrunde machen, also nicht, nicht einlaufen, sondern die Stadionrunde davor, äh, Zehn Minuten vor Spielbeginn oder sowas. Deswegen einfach geil, 3-0 gewonnen, solides Ding, alles ordentlich gut. Dann Pauli auswärts, da musst du auch wirklich sagen, es war einfach leider schlecht. Daran gemessen, dass du so eine Hoffnung hattest nach dem soliden 3-0 gegen Heidenheim, war dieses Spiel schlecht. Daran gemessen war dieses Spiel schlecht. Bei Paul hat eins nur geführt und du hast keine Ahnung, du hast nicht viel nach vorne gebracht. Das war das typische Auswärtsding. Auswärts konntest du uns, wirklich, du konntest uns auswärts diese Saison nicht reinziehen. Es war nicht möglich. Du musst wirklich diese Stuttgart International kann man nur besoffen sehen. Musst du um irgendwie umtexten in Stuttgart auswärts, kann man nur besoffen sehen. Es war wirklich, eine komplette Saison weg, schlimm auswärts in den meisten Fällen. Was du kommst, ist das 1-1, aber es war es dann auch. Deswegen ist es auch kein Mittelding, sondern einfach schlecht. Fertig aus. Pokal. Leverkusen. Gut. Haben zwar verloren, aber vom, vom Level an stolz auf diese Leistung. Bleibe ich dabei. Eins der besten Saisonspiele. Klar, Leverkusen hat auch nicht den besten Tag erwischt. Aber du hast dieses Spiel so. Lange auf 0, 0 gehalten, warst voll mit dabei, das ist auch echt gute Chancen, hast eine junge Mannschaft aufs, auf Spiel, äh, ins Spiel reingeschickt. Silas González, Mola, echt richtig gute Leistungen ge gebracht, zum Beispiel im Spiel. Klar, werde ich es jetzt noch ein paar Leute vergessen habe, aber die zum Beispiel, jetzt kommen gerade in den Kopf, da macht Bredlo einen Fehler, ja, muss nicht sein. 2-0, Lario, wieder so ein komisches Tor. Und dann machst du trotzdem direkt ein paar Minuten später mit Silas, es ist 2 zu 1. Dann bringst du einen Eckloff rein also 2-1 war, war auch schon geil gespielt, bringst einen Ecklauf rein, diese Szene kurz vor Schluss, 90. oder sowas, bringst einen Ecklauf rein, der schießt runter, spielt einen lang, oder schlägt die Flanke lang nach dem Sprintlauf, González legt das Ding tatsächlich optimal ab in die Mitte und dann fliegt halt, keine Ahnung, habe ich schon damals im Podcast gesagt, vielleicht andere Schusshaltung, irgendwie anders an den Ball rangehen, und so fliegt halt leider äh, Klimovic irgendwie so in Sidefights hier mal näher hin und schießt das Ding übers Tor, das war dann, ne, vorhin zum Heidenheim-Spiel, das war dann äh, Riesenchance vertan, Nummer 2 leider Wir hätten es so verdient in die Verlängerung zu gehen, so verdient gehabt, das 2-2 in die Verlängerung zu gehen Hätten wir da gewonnen, wer weiß, keine Ahnung Aber vom, vom Stolz her und vom Ding her, boah geil, guck mal was mit der Mannschaft möglich ist, weil das ist auch wirklich nur jung eingewechselt, ne? Klimovic reingebracht den reingebracht, den Eckloff den Das war einfach geil anzugucken ja, Das ist echt Hoffnung, yo, wir haben einen guten Trainer oder eine Mannschaft, die in der Ersten Liga an sich so standhalten könnte, ne, war nur ein Spiel im Pokal, aber das Level an Stolz ist immer noch da, die Leistung war geil. Dann Aue zu Hause, Sehr ist ein Spiel, ich das Gefühl gar nicht mehr im Kopf habe, die David zwei Tore und al am Ende. Ja. Bin ich jetzt böse, wenn ich jetzt im Mittelpark. Ich glaube nicht, es war wirklich ein relativ Standard-Sieg, ne, oder was heißt Standard-Sieg, ne, ich habe jetzt bestimmt in den ganzen Ergebnissen und beim ganzen Gut, Mittel, schlecht nicht den perfekten roten Faden, und die perfekte, gleiche, gleiche Linie, wie man ja bei, bei den Schiedsricht Schiedsrichtern immer sagt bei ihren Urteilen, so die Linie. Ähm, aber ich gehe jetzt da einfach mal in Mittel rein, weil ich sie überhaupt nicht mehr richtig in Erinnerung habe. Bochum auswärts nehmen wir einfach mal als gut mit, weil wir einfach verdammt nochmal auswärts gewonnen haben. Deswegen nehmen wir es als gut mit. So, haben wir es so abgehandelt bin gut. Ähm. 1-0 also gewonnen, Al Gadui. Es war jetzt keine besondere äh, Leistung, aber an sich am Ende ein äh, verdientes 1-0 in Bochum. 2 gegen Ringsburg zu Hause war halt auch echt nichts Besonderes. Überhaupt nicht. Ah, geht in die Mittel rein. Einfach weil wir in Heimspielen auch immer ein bisschen so ein bisschen die Stimmung mit reinnehmen müssen, es war einfach nichts, nichts großes Besonderes gegen, gegen die. Ah, da musste leider auch die nächste Auswärtserfahrung auch Auswärts dabei gewesen. Gegen Kräuter Fürth muss leider auch auf schlecht nehmen. Leider Gottes muss das auch auf schlecht gehen, das Spiel. Ähm, du hättest in der ersten Halbzeit schon locker 1-0, 2-0 führen müssen oder können. Hättest du ihn bekommen müssen, weil sie noch gegen, gegen Castro war, glaube ich, das ist faul fängst ja ein billiges 1-0 und ein noch viel billigeres 2-0, ich weiß dass diese Szene, dass er da weiß ich wer das war von von Fürth, der da an der Strafraumgrenze, Philips oder wie auch immer, halt irgendwie aus der Abwehr, so locker ausgetanzt hat, da habe ich schon quasi zu meinem Vater gesagt, da war mal Auswärts dabei, ja, quasi zu meinem Vater gesagt, jetzt fällt's, so, der war gerade quasi, quasi einen Schritt vorbei, den so easy aus, oder den so lächerlich dastehen lassen, unsere Verteidiger, war ein Schritt vorbei, ich so, jo, jetzt fällt's, Ball rein 2-0. Weil es war die, die typischste Szene überhaupt der kompletten Saison. Lässt sich so fucking billig da auswärts irgendwie ausspielen. Äh, so schlecht verteidigt an dieser Strafraumgrenze. Es war so klar, das Ding reinfliegen. Und, ja. Jetzt fällt es, zack, 2-0. Und dann ja, da ging auch nichts mehr. Also muss leider auf schlecht gehen. Stimmung, ne? Auswärts es immer geil, die Stimmung immer besonders. Deswegen trotzdem redet es leider nicht. Und dann das letzte Spiel mit Fans. Arminia Bielefeld. Das letzte Spiel vor der Corona-Pause. Um, und ich muss leider wirklich, ich bin so hart ähm, dass ich da wenn ich, an, wenn ich mich an der Wichtigkeit von diesem Spiel äh, orientiere, muss ich da auf schlecht gehen 1-1 gegen Bielefeld ist zu dem Stand okay gewesen, aber die Wichtigkeiten, dieses Zeichen, was hättest setzen können sind die Spiele, die du gewinnen musst in diesem Aufstiegsrennen, oder was heißt gewinnen musst, also sind diese 6-Punkte-Spiele zu Hause gegen Bielefeld gewinnen. Klar, du hast durch Gomez 1-0 geführt. Und dann wurde es, dass es sich tatsächlich mal, tatsächlich mal hat sich der Matarazzo da das erste Mal fett vertan, finde ich immer noch. Wechseln in der 73. Minute, bringst du Carasso für Gomez und sagst der Mannschaft, yo, wir machen hier nichts mehr, wir wollen das Spiel irgendwie verwalten. Und dann fängst du direkt drei Minuten später das 1-1 durch so Q. Hast am Ende noch eine Chance, dass. Äh, ich glaube, sogar Schiplock oder so. Auf jeden Fall der Bielefeld noch ein, zwei Chancen am Ende, um noch das 1 zu 2 zu machen. Und das ist dann einfach an. Zu dem Zeitpunkt war das einfach schlecht. Fertig aus. Oder das Ergebnis halt nicht gut genug. Schlecht. Wiesbaden, Junge, andere Kategorie. Andere Leben, andere Kategorie, auch schlecht. Das ist eigentlich noch eine Kategorie tiefer. Herr Leck mich am Arsch. Dann kam nämlich diese Corona-Phase. Oder die, die Nach-Corona-Phase. Die kleine Fans-Phase. Wo ich. Wenn ich am Ende jetzt mal gucke, die Spiele, die wir am Ende noch 5-1 gewonnen haben, 6-0 gewonnen haben, wo wir einmal wieder eine Formation gespielt haben, die man vom zu eigentlich davor kannte, was, ich auch, was mir auch überhaupt nicht aufgefallen ist, dass wir die Formation gewechselt haben, aber da angefangen mit irgendeinem so Viererkettenspaß da hinten. Das Spiel in Wiesbaden war aggressiv schlecht. Es war aggressiv schlecht. Ne? Jeder, es gesehen hat, das war einfach nichts. Die gehen fast, was heißt fast, weil die gehen mehr oder minder sogar verdient. 1-0 in Führung. Was ich, das 1-0 war auch wieder abwehrtechnisch so derbe Scheiße verteidigt. Oder uns so alt aussehen lassen. Dann macht man es 1:1 1-1. den Elfmeter war es, glaube ich, oder? Kurz zum Schluss 83. So Hoffst du zu kommen, irgendwie noch ein Tor machen, weil Wiesbaden, ne? 16. Die sind jetzt am Abgestiegen am Ende der Saison. Da hat selbst Nürnberg 5-0 gewonnen. Ähm, und dann, klar, die Elfmeter am Ende bleibt dabei, war keiner war kein Elver, wir haben da auch Einspruch eingelegt, hat nichts gebracht, ne? Die DFL sieht es nicht ein. Aber zumindest, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der Schiri jetzt eine, eine Liga. Äh, ist der Schiri quasi downgegradet worden oder ausgetauscht worden irgendwie durch irgendeinen anderen Schiri, wie auch immer das da läuft. Aber ich glaube, der ist jetzt sogar quasi raus aus diesen, ich sag mal, weil ich die Bezeichnung nicht kenne oder die so diese Ränge da nicht kenne, aber der ist quasi abgerutscht aus dieser äh, Elite-Schiri-Ding oder Top-Schiri-Ding in Deutschland quasi, wodurch irgendwie ersetzt jetzt der gesagt, Aktion von wegen euch, sehe nichts, scheiß drauf, war man trotzdem so, so nach dem Stil, wo man ja auch den Ton dann aus, aus, aus Köln gehört hat und die Kommunikation, wo du eigentlich dachtest, yo, der gibt da gerade Meter für eine Aktion, die er nicht bewerten kann, die er nicht sieht, wo du keine Sicht oder keine perfekte Einstellung dafür hast und der gibt den Elfer. So, das war halt, keine Ahnung, was das für eine Scheiße soll, das war ein absoluter Skandal, das war eigentlich wirklich. Ar Ne? Eine Spielverzerrung am Ende, weil der hat, nicht der, der hat nicht gesehen. Es gab keinen Winkel, kein Nichts, wo man irgendwie sehen konnte. Jo, okay, waren elfer Da hat einfach willkürlich gegeben. Fertig aus. Hohe Kiel auch schlecht. Tschüss. Habibi, weg damit. Weg damit. Absolut schlecht. Absolut schlecht. Auch wieder voll. Peter Gonzales. Und dann klar, zwei dumme Fehler von Massimo. Das Spiel allgemein war einfach schlecht. Dann die Davi holt sich die rote kurz vor der Halbzeit. das war einfach ein dummes Spiel, das war einfach ein schlechtes Spiel. Das Spiel hat nicht, nicht das Gefühl gehabt, okay, wir gewinnen das Spiel. Hattest du nicht, hattest du nicht. Und dann zieht das noch kurz vor Schluss 3-2 noch so ein bisschen die Resthoffnung. Jo, fällt und ein 3-3, aber selbst das. Kiel, ja. Oh mein Gott. Das mal halt diese Auswärtsscheiße wieder hintereinander, ne? Und dann HSV. Dann HSV, nach so einer dreckigen Phase HSV. Ein Spiel, das, wenn es mit Zuschauern stattgefunden hätte anders wild gewesen wäre du liegst 2-0 hinten zur Halbzeit, hast bisher nichts geleistet im ganzen Spiel auch das 2-0 war fast zu hoch, weil es war auch nicht viel Kamera, war stinklangweiliger als die Halbzeit eigentlich da gehst du eigentlich gefühlt wahrscheinlich mit, mit Pfeifen in die Halbzeit, mit hören weil du, du da vorher ja zwei Spiele verloren hast in Wiesbaden und Kiel mit absolut beschissenen Leistungen und dann Endo direkt nach der Halbzeit 2-1, da kommt die Hoffnung auf, dann kriegst du einen Elfmeter, oder besser gesagt, holst du einen Elfmeter raus äh, vom Mangala. Und dann ist der HSV eigentlich auch fast besser gewesen, hat er noch mehr Aktionen, keine klaren Chancen, noch mehr Aktionen nach vorne. Und dann äh, der Run von González überragend, auch nicht gut verteidigt, nicht energisch genug verteidigt vom HSV. Und dann Castro ist 3-92, da wird die Scheidung explodiert. Also das wäre das wär ein richtig fucking geiles Heimspiel gewesen. Erstmal also die komplett depressiv, komplett am Haten. Wahrscheinlich wirklich five Konzerte zur Halbzeit dann Last-Minute-Treffer 3-2 in so einem unfassbar wichtigen Spielplatz 2 zurück gewonnen. Das wäre ein wildes Spiel gewesen im Stadion. Ist aber am Ende des Tages ist halt die Frage, ich muss, ja, ich muss es. Mh, schweren Herzens schweren böse gesagt, gebe ich dem Spielenden gut. Ähm, einfach weil ich auch dem Bielefeld-Spiel schon gut gegeben habe. Aber an sich war das Spiel wirklich ausgeglichen. Das 3-2 war am Ende rein vom Spielverlauf her nicht verdient. Genauso wie in Bielefeld nicht, aber wenn ich beim einen gut gehe, gebe ich beim anderen auch gut. Weil wie gesagt, erste Halbzeit nichts passiert und irgendwie liegt halt 2-0 hinten. Zweite Halbzeit, weil der HSV 18 Schritte zurück ist und wahrscheinlich gedacht, hast, yo, Easy P 7 aus 3-0 oder sowas, dann sind wir hier locker durch. Fängst du, machst du dann irgendwie noch 2-2, woran auch ich nicht geglaubt hatte im Stream. Und dann, ne, ist der HSV eigentlich näher dran 3-2 und du machst das 3-2 dann selber. Krass. Krass. Und dann, ja gut, mein Gott, Dresden auswärts war ein Mittelspiel, Es war wirklich nichts Besonderes. Auch wenn man die Spiele danach noch sieht oder die schlechten Spiele oder die allgemein schlechte fast sieht, war das kein besonderes Spiel, ne. Also eine Tore irgendwie gemacht, Dresden aus dieser Pause raus, die ja komplett beschissen wurden mit ihrer Pause, da alle drei Tage spielen mussten. Die versuchen, glaube ich, glaub, auch gerade über den Rechtsweg, Rechtsweg irgendwie zu gucken, ob die in der Liga bleiben dürfen. Ähm, die Liga aufgestockt werden muss oder sowas, weil der Spielplan komplett lächerlich war. Komplette Spielverzerrung war. Gab es, gab es das auch ein Gespräch vom, vom Seifert, vom DFL-Boss? Ähm, das? War das in. Von der Welt oder sowas? Aber auf jeden Fall auf, jeden Fall auf, auf äh, Twitter gesehen, äh, wo der Seifert gemeint hat: Ja, wenn die Bayern da jetzt in, in der Champions League quasi weit kommen oder sowas oder halt ins Finale kommen, das ist ja alles im August da, da müssen wir gucken, wie, da, wie, wie die Bayern in die Liga dann einsteigen und sowas, ob die dann später einsteigen, dann merkst du halt direkt, ne? das, was dieser Löwe da mit seinem, ne, krass anzusehen, aber quasi sein seinem, seinem Breakdown da ähm, vor laufender Kamera hatte, nach meinem vorletzten Spieler glaube ich, ne? ich hätte mal gern gesehen, wie das gelaufen wäre, hätten die Bayern oder sowas eine Situation gehabt, wie Dresden, Dresden oder Dortmund oder sowas, oder größere Clubs. wie das ja das gesagt hat der, der Löwe, merkst ja, genau so ist es, ne, wenn die Bayern ganz weit kommen, Champions League gewinnen im August, muss man gucken, wann die einsteigen, ne, bei Dresden war es denen völlig scheißegal. Das, das hast du gemerkt, ne? Das, das war ihm völlig kackegal. Wir wollen die Saison weiterspielen, ihr Vollidioten haben Corona bekommen. Die Spiele das Spiel Ding trotzdem zu Ende. Wir wollen die Saison alle zusammen beenden. So, weiter geht's. Alle drei Spiele ins Spiel. So. Komplett lächerlich. Komplett lächerlich mal wieder. Aber das Spiel an sich, na, ne, war weit weg von besonders. Grün auf sein erstes Tor gemacht. Ganz cool für den Jungen, aber sonst. Boah halt aus zu Hause war auch so mies schlecht. Aus einer zu Hause war auch so anders schlecht. Das war so anders unterdurchschnittlich, so anders schlecht. <laughs> Einfach äh, das Spiel wirklich, das war das Spiel, wo ich, ich glaube, eingepennt bin während dem Spiel fast. Das war. Oder auch im Stream am Ende, wenn man guckt, fies wirklich schwer, glaube ich, wach zu bleiben. Das einzige Geile bei dem Spiel war da der, 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 der Vogt mit dem Schal schon der Kanzler Kurve da alleine, der, unser geiler Präsident. Aber sonst war das Spiel so. Übelst schlecht und Osnabrück eigentlich auch näher dran am 1-0 als wir oder näher dran am, am Sieg als wir. Das war wirklich nichts. KSC auch schlecht. Jalla weg damit. So hardcore schlecht beim KSC zu verlieren. Scheiß die Wand an. Du hast das Spiel da hoch verdient verloren. 1-0 von Karlsruhe, natürlich. war Logisch. 7. Minute. Logisch. Auch ganz schnell Tor gefallen. Ähm, war auf Bela, Logisch. Ähm. Alle verteidigt, beschissen wie die Nacht, wenn ich jetzt richtig im Kopf hab das Tor, war sie sogar irgendwie ein Einwurffehler oder sowas von Karas so, über irgendwo da in die Richtung, also Hardcore-Scheiße, kriegst du irgendwie 11 Meter, 1-1 denkst okay, komm, mit zweiter Halbzeit macht er da, da was draus, nee ist auch nichts in der zweiten Halbzeit, dann fängst du dir das VfB-typischste Gegentor des Jahrhunderts mal wieder ein so ein rumgestochere, so ein Bambini rumgestochere da irgendwie und dann stochert da halt der KSC-Spieler energischer rein und macht es 2-1 Hast du da hochverdient verloren, ne? Und wenn das Spiel mit Fans stattgefunden hätte, hui, da hättest du richtig auf die Fresse bekommen von den Auswärtsfans für die Leistung. Und da war auch der Zeitpunkt, wo ich glaube auch im Podcast gesagt habe, jo, Jungs, wir steigen nicht auf. Weil so sah es mir da aus. Wir steigen nicht auf, wir sind gerade Dritter, verlieren gerade, spielen den größten Scheiß des Jahrhunderts zusammen gerade, verlieren die wichtigen Spiele. Irgendwann wird der HSV doch auch irgendwie Konstanz zeigen. Äh, wir steigen nicht auf. Und dann auf einmal kamen Uh, der Sieg gegen, das ist auch ein gutes Spiel der Sieg gegen Sandhausen mit einem 5 zu 1, du gehst in diese Halbzeit mit einer 4-0-Führung ich weiß nicht, ob das alles darauf zurückzubringen ist, aber in dem Spiel hat er angefangen wieder mit diesem Dreierketten, also Dreierkette im Offensiv, uh, wenn das Spiel gerade Offensiv ist oder offensiv spielst gerade, Angriffsspiel ist und sowas, und dieser Fünferkette-Ding mit Gonzales und Silas quasi so als verkappter Links- und Rechtsverteidiger in, in, in einer Defensivbewegung. Ähm, ob das nur darauf zu schieben ist, natürlich waren 2000 auch nicht so gut unterwegs, aber die waren nach Corona mit eins, wenn ich sogar das beste Zeitiger-Team, also war es nicht wirklich zu erwarten, dass er da 5-1 gewinnst. Deswegen einfach gut, ne? Bleibes Spiel, 5-1 gewonnen. Auf einmal wieder so ein bisschen Hoffnung gehabt, weil ich glaube, da, weil ich sehe, dass wir da wieder zweiter waren, hatte der HSV da auch wieder gepatzt wahrscheinlich, ne? Die Spiele von HSV nicht 100% im Kopf, was sie da hatten als Spiel. Die haben scheinbar gepatzt. War das gegen Kiel, als sie dann irgendwie Drohnen gespielt haben? Keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung. Dann Nürnberg auswärts auch richtig geil. 6-0 weggewatscht, auch problemlos weggewatscht. 6-0. Nee, Nürnberger, ne? Hätten wir da einfach 2-0 gewonnen oder so, wenn die Nürnberger gegangen und Kiel in die Relegation gegangen wäre der KSC in die Relegation reingegangen. War am Ende Torverhältnis hätten die sich gegen uns nicht 6 eingefangen, sondern 2 oder sowas. Wären die ja nicht mal in die Legation. Auch ganz wild von Nürnberg, da 6-0 in Wiesbaden gewonnen und dann 6-0 von vorhin gegen uns. Da hatte ich auch sogar noch mehr oder minder Schiss, ne? Man könnte das als VfB, wenn ich hätte mehr oder minder Schiss, weil es war ein Auswärtsspiel. Bei einem schlechten Club. Oder bei einem tabellarisch schlechten Club. Deswegen dachte ich da auch so wieder Flashback, KSC, Wiesbaden und so Geschichten. Oder auch aus einer Brücke damals und sowas, wo du denkst, ja fuck, so verlieren wir trotzdem wieder auswärts. Und dann trotzdem 6-0 rausgehauen, geiles Spiel. Und weil der HSV da dann auch endlich bewiesen hat, dass die einfach nicht aufsteigen wollen. Ähm und Heidenheim ist 2-1 gemacht. Und in der Last-Minute-Treffer Last hatten wir dann irgendwie, glaube ich, am Ende 3 Punkte Vorsprung auf, auf Platz 3. Oder halt vor dem letzten Spiel 3 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Und irgendwie 11 Tore oder sowas, da hätte einiges passieren müssen. Da war klar, wir sind aufgestiegen. Also geht das Spiel safe auch als gut durch, 100%. Und dann Darmstadt geht auch wieder, eigentlich auch wieder auf einem anderen Level, aber geht auch wieder auf schlecht runter. Also ich verstehe ja wirklich, ne? Nochmal hier, weiß nicht, ob ihr das Mikrofon hört. Kleiner Applaus hier ähm, für Gomez. Macht seine Bude, beendet seine Karriere, beziehungsweise seine Zeit beim VfB. Ein geiler Typ, von vorne bis hinten. Interviews, immer wieder geil von denen zu hören. Ähm. Der erste Transfer, quasi, dem ich so richtig, na, was heißt da, hinterher geweint, es war 2.9 oder sowas, 2.10, aber den ich richtig scheiße fand damals, war halt, dass es zu, zu den Bayern gegangen ist. Man ne, muss mal gucken, war dann 9 oder sowas oder 10 oder so, das richtig hinterherweint, kann man auch nicht sagen, aber halt, ne? So mit Kedira und so, die, die ersten großen Idole beim VfB gewesen. ganz du einfach, glaubst ich gar noch einen Hilbert noch. Ähm, auf jeden Fall Gomez und Kedira und so da vorn, vorne mit dabei. Was die Idole angeht und sowas, da war einfach schade, dass wegge weggewechselt ist. Kam mal zurück, hat seine Buden gemacht bei uns. Klar, auch in der Abstiegssaison war er auch nicht der Beste. Ähm, hat seine Buden gemacht für uns. Ich erinnere an diese geilen Szenen gegen Hoffenheim im 2-0 Heimsieg, wo den einen Verteidiger da aussteigen lässt, 2-0 einschiebt, danach sich auf diese Bande da drauf stellt. Dieser geile Move, diese Emotionen da drin vor der Kurve, wenn er erstmal richtig austickt. Einfach VfB durch und durch ein geiler Typ von vorne bis hinten. Absoluter Musterprofi. Ähm, das ist mal noch zu der Personalie des Spiels, aber sonst war es so räudig schlecht. war wirklich räudig schlecht. Also klar, den war ja auch vor dem Spiel klar, wir steigen, wir steigen auf, egal was passiert. Heidenheim hat da währenddessen ähm, verloren gegen Bielefeld 3-0. Der HSV halt einfach nur Unschienen spielen müssen gegen Sandhausen, was man aber auch nicht hinbekommt, und 1 zu 5 verliert. <laughs> war auch äh, bei dem Spiel irgendwie mehr drauf geachtet, was machen Heidenheim, was macht HSV, wird er auf um Platz 3 spielen, ähm, also auf, als es auf unser Spiel. Also, ganz wild beim HSV. Ganz wild. Das können mal kurz auf 2-1 zurück und hat ge kurz gesagt: Okay, Porta HSV noch 2-2 und die spielen Platz, die spielen Wäre natürlich auch wild gewesen, ne? Bremen gegen HSV-Relegation wäre auch richtig geil gewesen. Aber er macht der HSV, der HSV wieder HSV-Dinge. Verliert 5 zu 1 gegen, gegen Sandhausen. Zu Hause. Fucking, ähm, Dietmar macht sein zweites Saisontor. Oder sein zweites Tor allgemein, glaube ich, in seiner Karriere, in seiner Profikarriere. Also, ich glaube, glaub beim Stand von 4-1 war das, glaube ich, wo dann halt, ähm, das 1000-Trainer, irgendwann der 90. und sowas, yo, easy peasy, wir führen 4-1, alles geil, ähm, dann kann ich auch mal beim HSV in so einem immens fucking wichtigen Spiel vom HSV mal kurz in am 90. beim Stand von 1 zu 4 Führung, <laughs> mal kurz meinen zweiten Keeper noch ein paar Spielminuten geben oder halt den Keeper auswechseln. Das Level, was der HSV langsam erreicht hat, ist wild. Diese, dieses Meme-Potenzial ist wild. Wechselt da. Du hast dieses Spiel, du musst, weil Bielefeld den Schauball gegen Heidenheim gewinnt, musst du einfach nur Unentschieden spielen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Musst einfach nur Unschieden spielen. Dann findest du dich wieder in der 90. Minute. Da ist das Tor von Diegmann noch gar nicht gefallen, was er noch allem das e oben oben gegeben hat. Und dann wechselt der Trainer von fucking Sandhausen, ne? Vergleich mal Hamburg mit Sandhausen. Jetzt nichts gegen Sandhausen, aber vergleich mal von der Kapazitäten allem. Und von der Größe vom Club und so weiter und so fort. Von der Reichweite vom Club. Dann wechselt der Club beim Stand von 4 zu 1, nach 90 Minuten, seinen zweiten Keeper ein. Für die ging es um nichts mehr, um gar nichts mehr. <laughs> beim HSV ging es um absolut alles. Äh. Um noch die Chance zu bewahren, in die erste Liga aufzusteigen, dann wechseln die dann den zweiten Keeper ein. Ist das geil? Und wie gesagt, da war das Tor noch gar nicht gefallen von Diekmeyer vom 5-1, glaube ich. Ganz wild. Aber unser Spiel, um da noch kurz darauf zurückzukommen, unser Spiel war granatenmäßig schlecht. Also wirklich, ich verstehe es ja, du bist safe aufgestiegen, geht Männer darum, dass, dass Gomez sein Tor macht, hat er auch gemacht. Aber trotzdem, wirklich, brauchst du da nicht so zu verlieren. Habe auch diesen die STR-Podcast, höre ich auch immer wieder gerne. Äh, die Jungs da vom Podcast haben ja auch immer ähm, so, also kein Bild, aber nur audio quasi gemacht während den Spielen. Auch immer wieder geile Rages gehabt, auch nach dem KSC-Spiel, glaube ich, irgendwie so ein 20 minuten Rent oder sowas. Überragend gut am Ende. Ähm, überragend gut gewesen. Ähm, da hat der VfB, da quasi kurz Hops genommen wurde. Und auch da hieß am Ende, ja. Ähm, hier gibt es quasi nichts zu feiern. Ich glaube, wir haben es auch mittlerweile sogar auf, irgendwie auf Tassen drauf gedruckt oder so, oder auf, auf T-Shirts oder sowas. Quasi hier gibt es nichts zu feiern, irgendwie in die Richtung. Es ist anders formuliert, aber quasi nach dem Ding: Es gibt hier nichts zu feiern. Du hast gerade 3-1 gegen Darmstadt verloren. dieses Saison war komplette Krüppelscheiße. Du hast hier nichts zu feiern. Fertig aus. Traueraufstieg von mir aus gerne. Gomez-Karriereende auch. 100% feiert es. 100% feiert die Karriere und den Typen. So krass underrated. Überall, wo er war, hat er rasiert oder hat seine Kisten gemacht. Der hat so lange diesen scheiß Fluch mit sich gezogen. Von der EM28 was glaube ich, wo er einfach ein Chancentod war oder wo er zwei, drei dicke Dinger liegen, hat liegen lassen. Aber sonst so underrated. Er hat überall seine Kisten gemacht, hat geile Statistiken. Ähm, war der in dem Bayern-Kader, wo sie Champions League gewonnen haben? Ja, ne? Ja, weil er dann im Pokalfinale im selben Jahr ähm, gegen uns die drei Kisten gemacht hat, wo wir umstarten waren in Berlin. Immer noch ein der überhaupt, auch wenn wir verloren haben. Ähm weil wir noch auf 2-3 ran kamen und die Stimmung überragend war am Ende dann hätte man da das 3-3 geschossen nach dem Ende ne hätte hätte Fahrradkette ähm, hätte man auch das 3-3 geschossen wie jetzt das wie jetzt das Hoff, äh, ich hoffe nein das Leverkusen Spiel äh, hätte man nach am Ende das Unschienen gemacht hätte man es in der Verlängerung wahrscheinlich vom Momentum her auch noch gewonnen das Pokalfinale aber ähm, ne Weltmeister wurde leider nicht wegen Verletzungen oder wegen schlechterer Phase da wurde nicht mitgenommen zu um, sonst war er gefühlt immer dabei, ne? 2.10 war müsste er, glaube dabei gewesen sein, wahrscheinlich dann, ne? Um, 2.18 auch nochmal in seinem relativ fortgeschrittenen Alter dann nach der guten Rückrunde mit uns. Um, ne, wurde Champions League-Sieger, ich glaube, die beiden haben in der Saison auch noch einen Weltpokal geholt den ganzen Quatsch. Der Pokalsiegermeister in Türkei auch, auch zerrissen. In Italien weiß ich, wie krass da lief, aber hat auch seine Kirschen gemacht. Komplett underrated Karriere. Auch in der Nationalmannschaft hat an sich keine schlechte T Statistik, glaube ich. Komplett underrated. Um das damals Spiel jetzt endgültig zu beenden, war es ein Kackspiel und du brauchst am Ende der Saison nicht so eine Kackleistung bringen. Klar, wir wussten, okay, ja, wir sind schon aufgestiegen, geht mehr um Gommes und alles, aber meine Fresse. wirklich Ich hätte mir das, die Saison gerne noch ein bisschen positiveren Schnipser ähm, ähm beendet, so. Lieber mit dem Sieg aufgehört, hundertprozentig, auch wenn er nicht nötig war, aber wenn du auf einmal gegen ähm, Sandhausen 5-1 gewinnst, bei, bei Nürnberg 6-0 gewinnst und weißt, dass es geht, und dann merkst du einfach, jo, die haben einfach keinen Bock mehr, die wussten genau, wir steigen auf, scheiß mal drauf. Mit Fans hätten sie das vermutlich auch nicht so gemacht, aber trotzdem geht mir das irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber es geht mir irgendwie einfach auf den Sack. Ich weiß es auch gerade gar nicht mehr. Ne, ich habe schon eingetragen, alles schlecht. Ähm, ja, das war einfach, nee, tut mir leid, es geht halt nicht an. Fand ich einfach nicht okay, sowas zu so einer Leistung zu bringen am Ende. Das ist auch fand ich nicht okay. Auch absolut nicht nötig. Gewinn einfach sowas gegen Darmstadt, fertig aus, auch willkommen ist, schöner Abschlussessen. Das heißt verdienter 1 zu 3, äh, verdienter 1 zu 3 Niederlage. Auch hier so alte, dumme Fehler, ich weiß nicht von welchem Todes von äh, doch, ich glaube zum 1-0 oder zum 0-1 für Darmstadt, glaube ich. Ähm, wo dann irgendwie wieder Karasua und Kobel waren sie beiden war irgendwer sich halt nicht miteinander verständigen kann und dann irgendwie so ein krüppelhafter Fallrückzieher geht irgendwie da rein. Also nicht der Fallrückzieher an sich war krüppelhaft, der war schön, aber die ganze Szene an sich, da fällt ja wieder so ein absolut typisches dummes VfB-Tor. Du bist ja eigentlich mit einem bisschen positiveren Feeling aus der Saison rausgehen in Richtung äh, Bundesliga gehen, wo wir eh gucken müssen in der ersten Liga. ne Wie läuft das da? Haben die Spieler alle erstklassige, erstklassiges Niveau? Wie Wirkt das auch wieder quasi ohne Fans oder wenn dann mit diesen äh, mehr oder minder Auslastung bei Fans und so Geschichten? Muss du dann gucken, wie das läuft, aber da, da gehe ich dann auch. Der Podcast ist auch gerade schon lang genug, fast eine Stunde jetzt mittlerweile. Ähm, da wird es dann auch wieder in die Richtung gehen mit Tierlist und Saisonprognose und sowas. Aber das waren so grob Spiele, die Spiele, die wir jetzt durchgegangen sind. Ähm, Spielplan für die Saison bekommen wir am 7. August geliefert. Wie gesagt, das haben wir Sonntagsauslösung um 18.30 Uhr, am 26. Wenn jetzt hier mal gucken, haben wir 12 Spiele in gut, wir haben 10 Spiele in mittel und wir haben 15 Spiele in schlecht. Also habe ich mich auch nicht verrechnet, wir sind bei 37 Spielen. Ja, 12 gut, 10 mittel, 15 schlecht. Das, da überwiegt die Mittel- und Schlechtkategorie eindeutig. Also um nochmal so, so ein Saisonfazit zu ziehen, muss man echt sagen, am Anfang. Geil reingestartet, gute Spiele gemacht oder halt einfach die Spiele auch gewonnen. Dann kam die Phase, wo du einfach zu dumm zum Kacken warst und deine Tore nicht gemacht hast. Äh, dann kam der Trainerwechsel und dann kam äh, eine gute Phase, eine grundsolide Phase mit guten Spielen. Äh, in zum Beispiel jetzt Leverkusen nehme ich immer wieder als Beispiel. Ähm, und dann kam diese Endphase da kurz mit, 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 äh, mit ähm, mit Fürth und mit Bielefelden so, so, Spiele, wo eigentlich mehr drin sein muss, oder wo du das Gefühl hast, ja, die machen eigentlich nicht genug dafür, was sie machen müssten. Vor allem das Bielefeld-Spiel zu Hause, so also tut mir leid. Das habe ich auch in schlecht reingepackt, weil, ne, so ein Spiel musst du Vollgas zeigen und zeigen, boom, zack, es geht los, wir gewinnen den Scheiß hier. Sechs-Punkte-Spiel, da geht man Vollgas. Und dann vercoachst du dich da so und auch von, von spielerischen Leistungen her, ja, das warst so du noch fast knapp am 1 zu 2 dran und sowas. Und dann kam diese Corona-Phase, wo du, ne, wie gesagt, ob, ob das jetzt so der krass ausschlaggebende Punkt ist, weiß ich gar nicht am Ende. Aber wo du halt dann einfach ähm, mit, mit vierer Ketten dann halt, was ich beim taktischen Ding meine, dieser komische Wechsel auf einmal auf vierer Ketten später wieder zurück auf eine dann ne, funktionierende 3 auf 5er Ketten-Mix-Aktion da. Wo du halt komplett räudige Scheiße spielst. Auch das Spiel gegen den HSV wurde dann wieder krass überhypt, weil Dann hat es nämlich mit Matarazzo verlängert vor dem Spiel. Gewinnst du dann zum Glück, ne? Betung auf Glück. Das war eigentlich ein 2-2 am Ende des Tages. Mit ein bisschen Übergewicht am Ende sogar für den HSV. Dann hast du da wirklich die Corona-Phase. Seit, seit dem Wiederbeginn mit, äh, oder, ne? Mit ohne Fans, ähm, war das räudige Scheiße, die wir gespielt haben. Es war räudige Scheiße, die wir gespielt haben. Mit Ausnahme, von, ähm, mit Ausnahme von Sandhausen und Nürnberg, die beiden Granatenspiele, war das wirklich im großen Sinne mal mehr, mal weniger, aber es war räudige Scheiße. So wir noch mal ganz ehrlich. Wäre der HSV nicht unser Konkurrent gewesen, vor allem, und Guteinamen war auch noch dabei, ne? Ähm, wäre der HSV nicht unser Nummer 1 Konkurrent gewesen um diesen zweiten direkten Aufstiegsplatz, jegliche andere Mannschaft mit ein bisschen normalerem Verein oder ein bisschen normalerem auch Vereinsimage, wärst du nicht aufgestiegen. Sorry, so einfach ist es. Du wärst nicht aufgestiegen hättest du nicht gewesen, hättest du nicht den, den Kampf der Vollidioten am Ende gewonnen zwischen HSV und uns, der, den Kampf der Unkonstanzinversion von Fußballteams und in sich hochschaukeln von Blamagen oder von, von dummen Patzern immer wieder. Na, das ist ich mal, das ist ein Spieltag mal, wo wir gewinnen, der HSV patzt, dann denkst du dir, boah geil, komm jetzt dran, anknüpfen. Nächster Spieltag, du patzt, der HSV gewinnt. Wieder dieselbe Situation. Zum Glück haben wir diesen, dieses Bullshit-Bingo da am Ende gewonnen. Mit jedem anderen Club, der ein bisschen normaler spielt, ein bisschen konstanter gespielt hat, ein bisschen. Flüssiger durch die Saison gegangen ist, ein bisschen einfach generell auch ein normaler Verein ist, so ganz böse, oder auch von dem, von dem Ding. Das ist ja beim HSV auch so. Da gehst du ja auch immer schon fast vom schlechtesten aus. Genauso wie bei uns gehst du auch immer erst äh, nicht unbedingt vom, vom davon aus, dass es irgendwie läuft oder sowas. Ne? Gehst auch erstmal vom, vom eher Schlechteren aus. Gehst du erstmal eher negativer rein in die Sachen, weil du einfach, einfach aus Erfahrung so reingehst. Jeder andere Club hat du ja gesehen, bei Bielefeld. Einfach konstantes Saison gespielt, zack, 10 Punkte Vorsprung, Erster mit einem an sich ja auch vom, vom Wert her schlechteren Kader als HSV und wir und sowas, ne? Hättest du einfach einen stinknormalen Club gehabt als Konkurrent, wärst du nicht aufgestiegen, müssen wir ehrlich sein, du wärst nicht aufgestiegen als zweiter Platz, wärst du nicht, im Leben nicht. Am Ende, weiß ich, ohne irgendeinem Podcast oder sowas gehört, ne, am Ende hat es dann das Glück, dass du auf einmal dann doch die Geilheit auf den Aufstieg hattest, die Geilheit hattest, ähm, da Sandhausen und Nürnberg wegzuputzen, als es drauf ankam, da ist dann kurz die Geilheit. Ob es, wie gesagt, mit Formationszusammenhang kein Plan, aber es ist zumindest mal auffällig. Ähm und da HSV dann halt auch in der Phase eben den HSV gemacht hat, ne? Wenn man so böse ist. Das war das Glück. Aber du hattest wirklich seit der Corona-Phase, und ich nehme das HSV-Spiel da auch gerne mit rein und auch die anderen äh, Siege, wie jetzt halt äh, Dresden zum Beispiel, du hattest seit wieder Beginn von Corona. Außer diesen zwei Spiele nur Kacke eigentlich. Wirklich nur pure Scheiße. Ob du dann verloren hast, war eigentlich wirklich nur Scheiße. Nie irgendwie das Gefühl gehabt, boah geil spielen wir guten Fußball und so, boah jo, wir schießen heute noch ein Ding. Wir drehen das Ding beim KSC noch. Nein, hattest du nirgends. Es war wirklich einfach am Ende eigentlich, Corona-Phase war schlimm. Und wenn man die komplette Saison anguckt, war es wirklich Schon auch mit Glück und äh, zum Glück auch dem Unvermögen des HSVs geschuldet, dass wir aufgestiegen sind. Da war die Saison 16, 17 ein deutliches Stückchen angenehmer, natürlich auch vom Gesamtfeeling mit Stadion, ähm, mit diesem jungen, jungen wilden Touch da, mit Wolf, Schindelmeister und so weiter. Dieses allgemeine Feeling war nochmal was anderes, wie jetzt nach dem zweiten Aufstieg, oder du fast äh, nach dem zweiten Abstieg, wo du fast die Angst hast, jo geil, super. Weiterhin scheiße gearbeitet, Zipter geworden, dann trotzdem direkt wieder abgestiegen. Mega, wird man jetzt ein Fahrstuhlclub oder was? Ähm, einfach das Gesamtfeeling von 16, 17 besser. Aber ich habe vorhin schon gesagt, diese drei Spiele waren besser als, als die komplette Saison. So ist es halt. War das am, am Ende des Glück, dass du diese Geilheit hattest in diesen zwei Spielen? Sandhausen, äh, Nürnberg. Aber sonst war vor allem die Corona-Phase. räudige Scheiße und diese komplette Saison wieder mit dem Trainerwechsel da. Klar, der Umbruch davor, logisch, ne? Und da holst du einen Trainer rein, mit dem du dann ein Team planst, wo du dann 18, 19 Leute dann quasi 18, 19 Leute rausschmeißt, 18, 19 Leute neu kaufst, einen riesen Umbruch machst, dann kriegt der sechs Monate. Viel ist daran auch gescheitert, dass wir Spiele nicht gewonnen haben oder Unschied gespielt haben, dass einfach die Spieler vorne vom Tor zu blöd waren. Wir waren eigentlich an sich immer ähm, überlegen, rein von Torschancen alles her. Ja? Diese Expected Goals-Geschichten dann sowas. Und dann sagst du nach sechs Monaten, du, nee, gib noch nicht schnell genug Tschüss, dann hast du aber wieder einen neuen Trainer mit der Mannschaft, die ne, auch neu zusammengestellt ist und sowas. Dann am Ende des Tages, äh, am Anfang relativ kaltschnäuzig war, die Mannschaft relativ kaltschnäuzig war, eindeutig bessere Torausbeute hatte noch als Walter und am Ende kam halt das Ding, oder vor allem in der Corona-Phase-Spiele, wenn man jetzt Wiesbaden anguckt Kiel und sowas anguckt oder eigentlich sagen muss dass ja unter Walter hatten wir eigentlich oder hätten wir in solchen Spielen wahrscheinlich wenigstens die Chancen gehabt einen Tor zu machen in den Spielen war einfach nichts auch KSC und sowas da waren keine riesen Hochkaräter dabei das, ne? das war nochmal ein anderes Ding da war dann irgendwie quasi keine Torverwertung aber halt auch Gefühl keine Torchancen kein richtiger Teamspirit drin also das Gefühl in den schlechten Spielen unter Walter war da mehr noch da als unter Matarazzo. Deswegen hast du am Ende noch echt nochmal Glück gehabt, dass der HSV halt, ne, den HSV gemacht hat. Und wir noch das dann doch am Ende uns irgendwie noch zusammengerissen haben und doch irgendwie aufgestiegen sind. Es, bin ich echt mal gespannt, was da am Ende läuft. Also die Saison war wirklich alles andere als geil, alles andere ist irgendwie überzeugend, flüssig durchlaufend, ne? Es war wirklich keine gute Saison oder keine besondere Saison. Du hast halt zumindest das Ziel erreicht, dass du verdammt nochmal aufgestiegen bist. Das ist eigentlich aber wirklich mit fast das Beste einer kompletten Saison gewesen, wenn man ehrlich ist. Ähm. Und dann, ne geht es halt, würde ich jetzt wieder in die Richtung von äh, Saisonprognose gehen, in die Richtung von auch Tierliste oder halt, Kaderbewertung und sowas gehen. Das kommt in einem, in einem weiteren Podcast oder in einem, in einem weiteren Video halt, wird das bestimmt auch noch irgendwie kommen. Kreis habe ich am Anfang schon erzählt, was so neu ist, was so noch kommen wird und sowas. So ein kurzes Update, da bin ich jetzt hier einem, zwei, drei Wochen jetzt mittlerweile fast schon, ne? Ja, knapp einen Monat fast quasi nichts gebracht habe. Ne? Uni quasi geschuldet. Ich werde jetzt also auch nicht in nächster Zeit irgendwie alle drei Tage ein Video rausballern. Kann wann diese Videos dann kommen, wie jetzt das Stadion, Best of und sowas. Ich versuche dann halt irgendwie das vor der neuen Saison noch rauszubringen, also vielleicht irgendwann im August oder so. Kein Plan. Aber jetzt habe ich gerade mal kurz spontan hier mitten in der Nacht quasi Bock gehabt, hier in die Scheiße reinzulabern. Ich merke langsam, meine Stimme ist langsam nicht mehr da nach einer Stunde vier. Nach einer Stunde vier, einer Stunde vier Labern bin die Spiele durch, habe alles gesagt, Aber was ich zu sagen habe. Ähm, bin ja auch mal so selber die, quasi die Saison damit abgehakt und mir das von der Seele gelabert. Auch mal ganz nett beim Podcast. Ähm, ja. Dann lasst mich wie immer in den Kommentaren wissen, was ihr zur Saison sagt, was ihr allgemein zum VfB sagt, was, was zur Situation sagt. Immer auch gerne, was ihr zu mir sagt oder zu meinem Kanal sagt und alles. Ne? Kennt ihr ja. Meine Stimme verlässt mich gleich komplett. Deswegen sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuhören auf Spotify oder auch auf YouTube ist ja auch zuhören, aber auch dann auf YouTube auch beim zusehen, so gesehen. Ähm, genau. Plan 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 steht ja, was was so für Videos kommen, wann sie kommen, kann ich noch nicht genau sagen. Und dann doch mal Dankeschön und bis zum nächsten Mal.